In der beliebten RTL-Kuppelshow Schwiegertochter gesucht hilft Vera Entwehen ihren Kandidaten dabei, die große Liebe zu finden. Sie selbst hat ihre bessere Hälfte Christiane Obi Obermann bereits im Jahr 1996 gefunden. Vor der Kamera wirkt die Moderatorin stets seriös, doch nun musste sich Vera Entwehen äußerst intimen Fragen stellen. In der neuen Runde vom RTL-Kreuzverhör Ein Promi, ein Joker plauderte sie nun tatsächlich ihre Bettgeschichten aus. Auf die Frage, ob sie bereits Telefonsex hatte, antwortete sie prompt mit einem Nein. Doch dann ruderte der TV-Star plötzlich zurück und sagte, doch, Entschuldigung, natürlich, das war vielleicht im alten Jahrhundert, aber hatte ich. Da sie so cool auf die Frage reagierte, legte der Reporter von Ein Promi, ein Joker auch direkt nach und wollte wissen, hatten sie schon mal einen erotischen Traum mit einem Prominenten? Die Frage musste Vera verneinen, aber erklärte, dass sie früher ein absoluter Fan von Hollywood-Star Julia Roberts war. Doch dann kippte die Stimmung plötzlich, als es darum ging, ob sich die Schwiegertochter gesucht Moderatorin nach einer eigenen Familie sehnt. Schließlich ist das Paar heute kinderlos. Das war nie ein Thema, erst mit weit über 40. Für mich war es dann ein bisschen spät, gestand die heute 53-jährige Vera Entwehen abschließend.